Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Again. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Oh, Holy Spirit, help us. Give us the revelation of God and give us the enlightenment. Heiliger Geist, komm und hilf uns. Schenk uns die Offenbarung Gottes, erleuchte uns. Give us the wisdom in our daily life and our future life, how to make our life guided by God. Schenk uns die Weisheit im Alltag und für alle Zukunft, wie wir uns von Gott führen und leiten lassen. Help us to have peace, joy in our family, for our children and for our grandchildren. Hilf uns, Frieden und Freude in der Familie zu erleben, mit unseren Kindern, mit unseren Enkelkindern. Amen. Amen. Now this is like Bible, very important book, Catechism of Catholic Church. Genauso wie die Bibel ist das ein ungeheuer wichtiges Buch, der Katechismus der katholischen Kirche. We say in the Credo, first three aspects of our Credo is I believe in God the Father, I believe in the Son Jesus, I believe in the Holy Spirit. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an Jesus Christus und ich glaube an den Heiligen Geist. Then the fourth part we say, I believe in the Holy Catholic Church and communion of saints. Im vierten Teil des Glaubensbekenntnisses sprechen wir, ich glaube an die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. What do we believe? An was glauben wir da? This is what. An das. I tell you, nowadays when I say the Credo, I say a little proudly, yes, I believe in the Holy Catholic Church, because I learned this. Ich muss Ihnen gestehen, wenn ich heutzutage das Credo bete, dann bete ich es stolz, denn ich weiß genau, was ich bete. Ich kenne die Lehre der Heiligen Katholischen Kirche. Yeah. Pope John 23 wrote an encyclical called Mater et Magistra, that is Mother and Teacher. Der heilige Papst Johannes der 23. hat eine Enzyklika geschrieben mit dem Titel Mater et Magistra. Da geht es um die Kirche und das bedeutet übersetzt Mutter und Lehrerin. Church is our mother. Die Kirche ist unsere Mutter. And as a mother, she is a teacher. Und als Mutter ist sie Lehrerin. Yeah. So we have to learn our faith from the Mother Church, from the official teaching of the Catechism of the Catholic Church. Deshalb müssen wir unseren Glauben lernen von unserer Mutterkirche, das heißt von der offiziellen Lehre der katholischen Kirche. I will read some of the paragraphs related to the incarnation. Und ich werde Ihnen jetzt einige Abschnitte vorlesen, die in Zusammenhang stehen mit der Inkarnation der Menschwerdung. See, I now take 526. 526. Katechismus der katholischen Kirche, Ziffer 526. To become a child in relation to God, is the condition for entering the kingdom.
For this we must humble ourselves and become little. Yes. Vor Gott Kind zu werden, ist die Voraussetzung, um in das Gottesreich einzutreten. Dazu muss man sich erniedrigen, klein werden. For this, even more to become children of God, we must be born from above or born of God. Mehr noch, man muss von Neuem geboren werden, aus Gott geboren werden, um Kind Gottes zu werden. These are little difficult things, but you just listen. God works through that. Das klingt zunächst etwas schwierig, aber hören Sie einfach zu und dann wirkt Gott in Ihnen. Now the main point I am going to read now. Jetzt komme ich zum Hauptpunkt. Only when Christ is formed in us will the mystery of Christmas be fulfilled in us. Erst wenn Christus in uns Gestalt annimmt, vollzieht sich in uns das Weihnachtsgeheimnis. Ja. Noch einmal. Only when Christ is formed in us will the mystery of Christmas be fulfilled in us. Erst wenn Christus in uns Gestalt annimmt, vollzieht sich in uns das Weihnachtsgeheimnis. Ja. And weiter. Christmas is the mystery of this marvelous exchange. Weihnachten ist das Mysterium dieses wundersamen Tausches. Tausche. That is what the word you have to take. Dieses Wort, merken Sie sich bitte, diesen wunderbaren Tausch. Now the next. Oh, marvelous exchange. Man's creator has become man. O wunderbarer Tausch, der den Menschen erschuf, nimmt menschliches Leben an und wird aus der Jungfrau geboren. Born of the Virgin, we have been made sharers in the divinity of Christ, who humbled himself to share our humanity. Wir haben Anteil an der Göttlichkeit Christi, der sich selbst erniedrigt hat, um Anteil an unserer Menschheit zu haben. Now this exchange, tausche, it is unbelievable for a common mind that God, he was the eternal Word, he became man by taking our fallen human nature. Das ist eigentlich undenkbar für uns, uns auszudenken, dass Gott Mensch wurde und unsere gefallene Menschennatur angenommen hat. Exakt. Fallen nature angenommen. He took our fallen nature. And in place of that, he gave his divine nature. Er hat unsere gefallene Menschennatur angenommen und hat uns dafür seine göttliche Natur geschenkt. That is why it is called mysterious, this mystery of marvelous exchange. Christmas is a mystery of marvelous exchange. Deshalb heißt es, das Mysterium des wundersamen Tausches, Weihnachten, ist das Geheimnis dieses wunderbaren Tausches. So as Christians, we must believe this. Und als Christen müssen wir das glauben. When we believe this, then we experience it. Und wenn wir es glauben, erleben wir es auch. It is actually not only for Christians. Und tatsächlich ist das nicht nur Christen vorbehalten. Now we know we are in the era of Christ. Wir wissen ja, wir leben im Zeitalter Christi.
2023. What is this year of? Wir leben im Jahre 2023. Was ist das für ein Jahr? We say BC and AD. Denn wir sagen ja vor Christus und nach Christus. We say in German nach Christus, but what is AD? AD means Anno Domini. Anno Domini auf Latein bedeutet eigentlich im Jahre des Herrn. That is, it is all written in Catechism. I am not reading much of it because it will not be so, it will be difficult for you. We must know the whole universe is divided through the coming of Christ. Steht alles im Katechismus, aber ich sage das jetzt auswendig. Wir müssen verstehen, dass das ganze Universum eingeteilt ist in die Zeit vor Christus und nach Christus. Yes. So what is the difference? Also, was ist da der Unterschied? The whole humanity, whole mankind, Jesus took in his own body. Jesus hat alle Menschen, also die gesamte Menschheit, in seinen Leib aufgenommen. Yeah. So from that time, the humanity is in Jesus. Von diesem Zeitpunkt an ist die gesamte Menschheit in Jesus. The prophecy about the incarnation is a virgin will conceive and she will bear a child. He will be Emmanuel. Emmanuel means God with us. Wie lautet die Prophezeiung? Die Jungfrau wird ein Kind empfangen und sie wird ihm den Namen geben, Immanuel, Gott mit uns. So Emmanuel means the whole humanity and God. Immanuel bedeutet die gesamte Menschheit und Gott. So Jesus was there before he was born in eternal world. Natürlich existierte Jesus, bevor er geboren wurde als Mensch. Er war das ewige Wort. Yes. And that as eternal word, he was with the Father, one with the Father. And he is God himself. Als ewiges Wort war er eins mit dem Vater und ist Gott selbst. Through the incarnation, this word took the flesh in the womb of Mary and born as a human being. Durch die Menschwerdung in der Inkarnation hat dieses ewige Wort Fleisch angenommen aus der Jungfrau Maria und wurde in ihrem Leib geboren. So what is that flesh? Was ist also dieses Fleisch? That flesh, we have to believe that is the whole humanity in one man. Dieses Fleisch, und das sollen wir glauben, ist die gesamte Menschheit in ihm. Because in Adam in Adam, the whole humanity is like one man. That is why even now the Adam sin is influencing us. Auch in Adam ist die ganze Menschheit in einem Menschen. Deshalb beeinflusst uns ja die Sünde Adams bis heute. 404 in Catechism. 404. Wir lesen Ziffer 404 im Katechismus. Only two lines we will read. Nur zwei Zeilen. How did the sin of Adam became the sin
of all his descendants, the whole earth. Wieso ist die Sünde Adams zur Sünde aller seiner Nachkommen geworden? The whole human race is in Adam as one body of one man. Das ganze Menschengeschlecht ist in Adam wie der eine Leib eines einzelnen Menschen. By this unity of human race, all men are implicated in Adam's sin, as all are implicated in Christ's justice. Wegen dieser Einheit des Menschengeschlechtes sind alle Menschen in die Sünde Adams verstrickt, so wie alle in die Gerechtigkeit Christi einbezogen sind. Ja, alle. So incarnation made the whole universe completely a new universe. Das heißt, die Inkarnation Christi hat das gesamte Universum zu einem vollkommen neuen Universum gemacht. Ja. So when I say, or when we say, I believe in Jesus Christ, we have to believe this. Und wenn wir dann also im Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an Jesus Christus, dann so müssen wir das glauben. We have difficulties about our own fallen nature and others, our partner, our children, our grandchildren. Certain times we feel terrible with this fallen nature. Wir haben ja selbst Schwierigkeiten mit unserer gefallenen menschlichen Natur, und auch andere, unser Lebenspartner, unsere Kinder und Enkel, haben Schwierigkeiten mit dieser unserer gefallenen Natur. Sometimes we feel angry. How many times I told you not to do this again? You are doing this. We will shout at them. Oder wenn wir die Kinder disziplinieren, sagen: Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst das nicht tun, und du machst es immer wieder und wieder. We are ourselves not able to control our bad habits. Aber uns selbst geht es ja genauso. Auch wir können unsere schlechten Gewohnheiten nicht unter Kontrolle bringen. The best belief we should have is our fallen nature is taken over by Jesus and he has given us his divine nature. Aber der beste Glaube, den wir haben können, ist eben der, dass wir Jesus unsere gefallene Natur übergeben und dafür seine göttliche Natur annehmen. This almost the same prayer, what is that, to 526, we have been made sharer in the divinity of Christ, who humbled himself to share our humanity. The same thing the priest is praying when he is mixing the water and wine. Also, Jesus Christus, der sich selbst erniedrigt hat, um Anteil an unserer Menschheit zu nehmen, nahezu mit denselben Worten betet der Priester während der Heiligen Messe, während er Wasser und Wein mischt. The wine is the divinity of God. Und in der Heiligen Messe repräsentiert der Wein die Göttlichkeit Gottes. And water is our human nature. Und in der Liturgie repräsentiert das Wasser unsere menschliche Natur. And in so much of wine, one drop of water is put in. Deshalb wird in diese ganze Menge Wein nur ein Tropfen Wasser gegeben. You must listen the prayer the priest prays. Bitte hören Sie genau zu beim Hochgebet, wenn der Priester in der Heiligen Messe betet. Because during the offertory time we are singing songs, so we don't concentrate on the prayer. Denn während der Gabenbereitung singen wir meistens Lieder und sind nicht konzentriert auf die Gebete des Priesters. But sometimes you must know that.
Aber manchmal sollten wir das wirklich and zur Kenntnis nehmen. Think when he is mixing this. Und darüber nachdenken, wenn er Wasser und Wein mischt. He is praying by mingling this water to wine. O Lord, your divinity is mingled with our humanity. Durch dieses Mischen von Wasser und Wein ist deine Göttlichkeit, o Herr, unserer Menschheit beigemischt. Now look, can we separate that water from the wine? Und schaut mal, danach können wir danach noch das Wasser vom Wein trennen? Not possible. Unmöglich. So that is how the Christianity, that is how the humanity after Jesus' incarnation. Und so sollte die Menschheit sein nach der Inkarnation der Menschwerdung Jesu. So Christmas is not only a feast only for Christians. It's a truth of the whole humanity. Weihnachten ist also nicht nur ein Fest für Christen, sondern die Feier einer Wahrheit für die gesamte Menschheit. We must believe. Others do not know, so we have to include them in our heart, in our prayers and in the Holy Mass. Die anderen mögen das nicht glauben, aber wir glauben es. Deshalb müssen wir sie mit hineinnehmen in unsere Gebete, in die heilige Messe, in unsere Gebete. In my evangelization ministry, first I was in northern India. No Christians, all are Muslims or Hindus, mostly Hindus. In der ersten Zeit meines Evangelisierungsdienstes war ich in Nordindien. Da gibt es überwiegend nur Hindus und Muslime. So, I tell the Hindus, Jesus Christ loves you. Und so habe ich den Hindus gesagt, Jesus Christus liebt euch. Oh no, that is your God. We have our own God. Nein, haben sie gesagt, das ist dein Gott. Wir haben unsere eigenen Götter. I said, no, don't think like that. Jesus Christ is not a private property of Christians. Habe ich gesagt, denk bloß nicht so. Jesus Christus ist nicht das Privateigentum von uns Christen. Jesus did not come for Christians alone. Und Jesus ist nicht allein für die Christen gekommen. Because when he was born, there were no Christians. Denn als Jesus geboren wurde, gab es noch gar keine Christen. Suddenly it stuck them. No. And when he died also, there was no Christians. Und da hat es sie plötzlich getroffen. Und ich sagte, auch als Jesus starb, gab es noch keine Christen. He came for the whole humanity. Er kam für die gesamte Menschheit. You take his name, you will receive his blessing. Wenn ihr seinen Namen annehmt, werdet ihr seinen Segen erfahren. Once I was visiting a house in evangelizing. Einmal bei der Evangelisierung habe ich ein Haus besucht. So I know they are Hindus, but I want to evangelize them. Ich wusste, dass es Hindus waren, aber ich wollte sie evangelisieren. So I asked the Lord, what should I start speaking? Und da habe ich den Herrn gefragt, Herr, was soll ich da zuerst sagen? He said, you ask a glass of water. That is what I did with Samaritan woman. Hat er gesagt, der Herr, bitte um ein Glas Wasser. So habe ich es auch mit der samaritanischen Frau gemacht. Good idea. Gute Idee. I knocked on them. They opened. Hello, what do you want? I said, can you give me a glass of water, please? Ich klopfte an die Tür, sie öffneten mir und sie sagten, was wünschen Sie? Und ich sagte, könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser geben? Where are you coming from? What is your name? They began to ask questions. Dann sagten sie, ja, woher kommen Sie denn? Wie heißen Sie? Sie stellten Fragen. I said, my name is Thomas. Ich sagte, ich heiße Thomas. Who? Are you a Christian? Wie, sind Sie Christ? Yes. Please come and sit. Bitte kommen Sie herein und sitzen Sie. Thank God. Dank sei Gott. And then
we began to talk about, they actually asked me about, can you speak something about Christ? Und dann haben wir gesprochen und tatsächlich haben sie mich gefragt, können Sie uns etwas über Christus sagen? See, that is how Holy Spirit always works ahead of us to prepare the way. Sehen Sie, so ist der Heilige Geist. Der ist uns immer eine Nasenlänge voraus und bereitet alles vor. Because every day I pray, Lord, take me today to somebody to speak about you. Denn jeden Tag bete ich und sage zum Herrn, bitte Herr, nimm mich heute und bring mich wieder zu jemandem, von dir zu sprechen. Yes. And then at this time I hear inside the room a child is crying. Cry of the child. Und als wir so saßen, da hörte ich in irgendeinem Nebenzimmer ein Baby schreien. So they said, excuse me, our child is very sick and always crying. We took to many doctors. She has some stomach problem, but no medicine is working. Und die Familie sagte, ja, entschuldigen Sie bitte, das ist unser Kind, es ist sehr krank. Es ist magenkrank. Wir haben verschiedene Ärzte aufgesucht, aber nichts hat geholfen. Now I already understood why the Lord has brought me in this house. Da habe ich mehr und mehr verstanden, warum der Herr mich gerade in dieses Haus geführt hatte. I said, you know, this Jesus always heal everyone. Whoever believes in him receive healing. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Jesus hat alle geheilt, die an ihn geglaubt haben. He bless you. Er wird sie segnen. He can bless this child. Er kann auch dieses Kind segnen. You only believe Jesus is God and he is the savior of the whole humanity. Wenn Sie nur glauben können, dass Jesus Gott ist und der Retter des ganzen Menschengeschlechts. Yes, now you said it, we believe. Ja, haben Sie gesagt, ja, wir glauben. Then bring the child. Dann bitte bringen Sie das Kind. And he went in and brought the child with his mother. Und dann kam er zurück, brachte das Kind mit seiner Mutter. The child is very violently crying. Und dieses Kind weinte wirklich sehr stark. So I prayed, oh Jesus, you said in the Gospel of Mark chapter 16, 17. Und da habe ich gebetet, Jesus, du hast im Markus-Evangelium Kapitel 16, Vers 17 gebetet. You said it. Du selber hast gesagt, believers have this sign, dass folgende Zeichen den Gläubigen folgen werden. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und die Kranken werden gesund. I am not a healer. Ich bin kein Heiler. I am a believer. Ich bin ein Gläubiger. I believe in you. Ich glaube an dich. You live in me. Du lebst in mir. So this word must be fulfilled now. Also muss dieses Wort sich jetzt erfüllen. So I already heard a voice. Yes. Da hörte ich eine Stimme, ja. And that I told these people, you believe in Jesus, now the child will be healed. Und ich habe diesen Leuten gesagt, jetzt glauben Sie an Jesus und dann wird das Kind geheilt. I told them, shall I lay my hand over the child and pray? Dann habe ich gesagt, darf ich meine Hände auf das Kind legen und beten? Yes, yes, yes. Ja, bitte, bitte. This child was very violently crying, but the moment I touched my hand and began to pray, suddenly child became calm. Dieses Kind hat wirklich herzzerreißend geweint, aber in dem Augenblick, in dem meine Hände es berührten, wurde es ganz plötzlich still. I was also shocked, so sudden. This, I never thought such a sudden healing would take place. Ich war selber etwas erschüttert. Ich hatte nie erwartet, dass so eine Spontanheilung stattfindet. I prayed a little more time. Dann habe ich noch etwas länger gebetet. The child became completely quiet. Bis das Kind vollständig ruhig wurde. And they were all thanking God. Und dann haben sie alle Gott gedankt.
It was the beginning of my ministry days. Das war so der Beginn meines Dienstes dort. I didn't have so much faith that the child is fully healed. Und ich hatte so viel Glauben, dass das Kind wirklich vollständig geheilt wird. So I told them, I can come tomorrow also and pray again one more time. Aber ich habe gesagt, na gut, ich kann auch morgen noch mal kommen und ein zweites Mal beten. I told them, sicknesses need more prayer, like we take 2-3 days medicine, we need more prayer. Ich habe gesagt, schauen Sie, auch Medikamente nehmen wir 2-3 Tage. Solche Krankheiten brauchen auch 2-mal Gebet. They said, yes, yes, please come. Ja, haben sie gesagt, bitte, bitte kommen Sie. And I came next day. Und dann kam ich am nächsten great Tag. Joy. Mit großer Freude. And then I see about 60 people are gathered there. All are sick people. They brought so many people. Sick people there. Und plötzlich sah ich eine Versammlung von 60 Menschen und ganz viele Kranke, die sie dorthin gebracht hatten. This child is fully healed. Weil dieses Kind schon vollständig geheilt war. And I began to pray. I began to preach about Jesus and to pray for them. Und dann begann ich von Jesus zu verkünden und für sie zu beten. And later on I spoke about this to the parish priest, and he was wondered, oh, you went to this village? We were afraid to go there. Und später habe ich mit dem Gemeindepfarrer darüber gesprochen. Der hat gesagt, in diesem Dorf warst du? Wir hatten immer Angst, dorthin zu gehen. Yeah. So when we have Christ in us, Christ do impossible things in our life. Wenn wir Christus in uns haben, dann wirkt Christus Unmögliches in unserem Leben. And after many years, I again happened to go there. Nach vielen Jahren geschah es, dass ich wieder dorthin ging. Then the priest told me, this whole village become Christians, whole village. Da hat mir der Priester gesagt, dieses ganze Dorf ist christlich geworden. So I was so curious to go there and meet them. Und da war ich ganz neugierig, hinzugehen und alle wiederzutreffen. And they welcomed me with a big welcoming. Und sie haben mich großartig willkommen geheißen. See, one small child healing, which brought the whole village into Christ. Sehen Sie mal, ein einziges kleines Kind, das geheilt wird, brachte das ganze Dorf zu Christus. So, we must think about Jesus. All this has happened because I believed Jesus is not a private property of Christians alone. He is the savior of the world. Und all dieses geschah, weil ich festen Glaubens war, dass Jesus nicht allein der Gott der Christen ist, sondern der Retter der ganzen Welt. We see around us so many Muslims, Hindus or Buddhists. Okay, but we must believe they are all children of God and they are all in the body of Jesus. Aber wir müssen glauben, wenn wir diese vielen Hindus, Muslime, Buddhisten um uns sehen, dass sie alle Kinder Gottes sind und dass sie alle im Leib Christi eins sind. When we believe this, something will flow from us to them and we will somehow get a connection to evangelize them, to pray for them, to bless them. Wenn wir das fest glauben, dann wird irgendetwas von uns zu ihnen ausströmen und wir werden fähig sein, für sie zu beten, sie zu heilen und sie zu segnen. I will read one more sentence from Catechism, which says about that through incarnation, Christ is in the whole humanity. Ich werde noch einen Satz aus dem Katechismus vorlesen über die wahre Menschwerdung, dass Christus sich in der gesamten Menschheit inkarniert hat. 618, second sentence. 618, second sentence. Ziffer 618, der zweite Satz. But because in his incarnate divine person, he has in some way united himself to every man.
Doch weil er sich in seiner menschgewordenen göttlichen Person gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt hat, 469. The church thus confesses that Jesus is inseparably true God and true man. Die Kirche bekennt so, dass Jesus untrennbar wahrer Gott und wahrer Mensch ist. He is truly the Son of God, who, without ceasing to be God and Lord, became a man and our brother. Er ist wirklich der Sohn Gottes, Mensch geworden, unser Bruder, und dies ohne aufzuhören, Gott, unser Herr zu sein. He is our brother. Er ist unser Bruder. Can you believe that? Könnt ihr das glauben? You have a brother who is God himself. Ihr habt einen Bruder, der Gott selbst ist. You have a brother who is man and God. Sie haben einen Bruder, der Gott und Mensch ist. Yes.